Hallöchen, ich darf euch begrüßen zu einem kleinen Statistikvideo. Ich habe heute die Jahresstatistik von 2020 für euch. Das heißt, es ist nur ein kurzes, knappes Video darüber, wie mein Lesejahr so gelaufen ist. Ihr habt mitgekriegt, dass in diesem Jahr, Quatsch, im vergangenen Jahr 2020 nicht so viele Videos online kamen, wie vielleicht erwartet oder erwünscht. Aber ich habe dann doch ein paar Bücher noch gelesen. Das Ganze ist folgendermaßen. Ich habe hier in diesem Heft seit 5 Jahren, also jetzt sind 5 Jahre voll, alles notiert an für mich wichtigen Infos, quasi mein Lesejournal. Deswegen steht hier auch Books vorne drauf. Wie kreativ. Und das Ganze fängt an mit 2015. Da habe ich unfassbarerweise am Ende des Jahres 2015 153 Bücher nur gehabt als Substand. Das ist schon irgendwie faszinierend. Habe ja 50 tatsächliche Bücher gelesen, noch so ein paar E-Books und E-Shorts und so weiter dazu, aber hatte dann dementsprechend auch 13.788 gelesene Seiten. Sehr faszinierend. Ich habe das am Anfang auch noch deutlich intensiver betrieben. Ich habe da Sterne ausgestanzt und reingeklebt und so weiter und so fort. Das habe ich mit der Zeit dann aufgehört. Ich habe auch Leselisten aufgehört bzw. verändert. Es hat sich insgesamt sehr viel hier drin verändert. Es lohnt sich nicht so richtig, euch das zu zeigen. Es ist, ich finde, sehr chaotisch. Auf jeden Fall möchte ich einmal noch auf die anderen Jahre hinaus. Und zwar 2016 hatte ich dann zu Beginn eben 153 Bücher auf meinem Sub, 210 am Ende. Man sieht die Tendenz. Eigentlich so rum, ne? Man sieht die Tendenz. Ich hatte 68 gelesene Bücher. Das waren dann 16.956 Seiten und damit ja auch eine Steigerung. Also kann ich mich da ja gar nicht beschweren. Allerdings aber auch wahnsinnig viele Neuzugänge, sonst wäre ja keine gestiegene Subzahl in dem Maße. Außerdem kann sich das jetzt, wer will. Aber da habe ich wirklich viel aufgeschrieben und viele Seiten gefüllt. 2017 kam dann, da hatte ich am Beginn einen Substand von 210 eben und dann am Ende 258. Auch da geht die Tendenz wieder nach oben. Hatte dann aber 75 Bücher gelesen und unfassbare 15 Bücher im Februar 2017. Das ist, glaube ich, mein bester Wert überhaupt. Dabei hat der Februar immer am wenigsten Tage. Ganz merkwürdig, aber so ist es eben. 75 Bücher, beziehungsweise da waren Romane, also tatsächliche Bücher und Mangas dabei, 8 E-Books und 13 Hörbücher. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. 19.031 Seiten insgesamt und ja, die ein oder andere Challenge und Herausforderung und so weiter auch gemeistert. 2018. Zu Beginn ein Substand von 258 und dann zum Ende hin, ich habe nur geschrieben, circa 300. Ich hatte das anscheinend nicht genau notiert. Gelesene Bücher waren da 30, sehe ich gerade. Das erfreut mich tatsächlich ein bisschen mit 7.135 Seiten. 2019 dann ebenfalls auch etwas anders. Circa 300 Seiten zu Beginn, 26 gelesene Bücher. Zum Ende waren es 310 Bücher vom Sub. Das heißt, der hat sich da gar nicht so sehr verändert, aber ich habe auch sehr wenig gelesen. Das waren dann 7.176 Seiten insgesamt. So, und jetzt kommen wir zu diesem Jahr. Zu Beginn der Substand bei 310. Ja, das lasse ich mal ebenso stehen. Und zum Ende, jetzt habe ich nicht mehr drauf geguckt, ich glaube 391. Ich notiere es euch hier auf jeden Fall richtig. Das ist auch eine gewaltige Menge, die da an neuen Büchern dazu kam. Ich hatte so unfassbar viel Lust darauf zu lesen und wollte ganz viel schaffen. Habe es aber irgendwie gar nicht so richtig gemacht. Dementsprechend sind eben viele liegen geblieben und es sind einfach auch noch viele Bücher hier. Und das alles in Summe betrachtet, obwohl, also diese Erhöhung des Subs, obwohl ich. Man darf es fast gar nicht sagen, ne? Ich habe auch noch einiges aussortiert. Also angelesen, aussortiert. Ich habe ein oder zwei Bücher in diesem Jahr auch, 2020, habe ich ein oder zwei Bücher auch noch angelesen und abgebrochen. Das heißt, ich habe auch gar nicht immer das volle Buch gelesen. Gut, komme aber am Ende des Jahres auf 30 gelesene Bücher und 9.912 gelesene Seiten. Mich erfreut es deswegen, weil es besser ist als 2019. Das ist auch gut so. Ich freue mich darüber. Ich muss nicht ganz viel schaffen, in einem Jahr zu lesen, aber ich freue mich trotzdem drüber. Und 30, naja gut, da kann man mal drauf aufbauen. Vielleicht soll das ein Symbol sein für, ich bin 30 geworden 2020. Keine Ahnung. Auch sowas kann sein. Oder
einfach nur ein Zeichen dafür, dass es jetzt wieder besser werden kann mit den gelesenen Büchern. Ich hoffe, 2019 war so absoluter Tiefstand und ich komme wieder Richtung 50 gelesene Bücher oder dergleichen. Ich habe gar keine große Zahl, die ich unbedingt erreichen muss, aber irgendwas in die Richtung wäre natürlich schön. So, meine gelesenen Bücher, meine 30 gelesenen Bücher werde ich euch natürlich noch zeigen, inklusive Jahreshighlights. Dementsprechend kommt da noch genaueres zum Inhaltlichen des Jahres, des Lesejahres 2020. Und ich habe da so ein paar Ideen, wie ich das schaffen könnte oder angehen könnte in Zukunft, also 2021, in diesem Jahr, etwas daran zu ändern, an dem Substand vor allem und eben aber auch an, ja, meinen generellen Büchern, die hier so wohnen, denn man sieht es noch nicht so ganz, aber eigentlich platzen die Regale schon aus allen Nähten und ich habe nicht wirklich Platz für mehr Regale. Meine Wohnung gibt nicht mehr Platz her. Also muss ich mir irgendwann überlegen, ob ich mir in der Küche Bücher stapel oder so, was ich überhaupt nicht möchte. Deswegen werde ich mir dann mal noch was überlegen hier hinter mir. Vielleicht seht ihr auch, manches hat sich ein bisschen verändert. Hier ist es farblich ganz schön sortiert, hier ist es ein bisschen wild. Auch das wird sich hoffentlich noch ein bisschen geben in der nächsten Zeit, in diesem Jahr. Und ich kann nur noch mal abschließend sagen, das Lesejahr war für mich sehr durchwachsen. Es gab Zeiten, in denen habe ich total gerne und viel gelesen. Es gab aber auch einfach Zeiten während Lockdown, während schweren ja, Situationen, auch in der Arbeit. Bei mir jedenfalls war es irgendwie nicht immer so einfach abzuschalten und ein Buch zu nehmen. Ebenso ist wieder viel passiert im privaten Bereich. Dementsprechend, wenn mein Leben eine wahnsinnig bunte, volle Geschichte schreibt, habe ich nicht immer so viel Platz noch in mir drinnen für eine neue Geschichte, die ich aufnehmen will und kann. Dementsprechend gab es eben den Content hier, den es gab, und gab es eben die gelesenen Bücher, die es eben auch gab. So, schreibt mir sehr gerne, wie hoch denn euer Substand ist. Ich hoffe, ich bin nicht alleine mit so einem riesengroßen Sub. Ich habe mich sehr bemüht das ganze Jahr über und werde es auch weiterhin tun, nicht über die 400er Marke zu kommen. Das heißt, ich bin da schon sehr, sehr nah dran. Wünscht mir Glück, dass ich das schaffe und dass die gelesenen Bücher, wie gesagt, noch ein bisschen mehr werden dürfen. So, das war's von meiner Seite mit diesem kurzen, knackigen Jahresstatistikvideo. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, lest schöne Bücher. Tschüss!